Ja, hallo Freunde, willkommen auf meinem Modellbaukanal Vagants Modellbauecke. Ich bin Vagant und freue mich, euch heute in einem Kurzreview den Onimog RW1 zeigen zu dürfen. Dieser Bausatz ist von 2019, ist neu und ich habe für euch meine Kurzbauteileübersicht gemacht, damit ihr sehen könnt, ob dieser Bausatz auch was für euch ist. Also, wir sehen uns gleich im Video wieder und im Unboxing sozusagen, im Review. Und ich würde mich natürlich über einen Daumen nach oben freuen, wenn ihr fertig seid. Also, bis gleich. Ich bin dann wieder zurück mit dem kurzen Auspacken. Zum Karton muss ich nicht so viel sagen. Neu aufgelegt 2019. Und das erwartet euch, wenn ihr den Karton auskippt. Ein paar Beutel mit vielen Bauteilen. Eine Anleitung, wie ihr wisst, von Revell. Schön in bunt, die Neuauflage und die Limited, also von dieser limitierten, die Dickels mit Hamburger Wappen drinnen, das muss natürlich sein. Ne? Die Anleitungen von Revell sind ja immer gut gemacht. Nun ganz kurz zu dem Inhalt der Box. Ihr seht, schönes Fahrerhaus, Vollgummireifen, ohne Gussnähte. Und mit tollem Profil. Und kommt jetzt brauche ich mal schnell einen, jetzt kommt keiner. Also, tolles Profil, echt gut gemacht. Die Gussrahmen sind auch alle wirklich gut. Also, wie schon gesagt, das ist eine Neuauflage von 85. Clear Parts, kratzerfrei, gut verpackt. Ja, jetzt kann man das wieder nicht so richtig sehen. Ah, das ist halt so groß ist mein Tisch nämlich nicht. Ja, aber vom Kontrast. Also, wie schon gesagt, das erwartet euch. Oh, jetzt muss ich wieder aufpassen. Hier ist jetzt irgendwo ein kleines Gitter dazwischen. Ein Kabel. Die ersten Teile für die Ausrüstungsfächer. Clear Parts, Martinshorn, denn ein Gitter, das ist das Gitter, was vor die Scheinwerfer kommt. Da muss ich auch erstmal sehen, wie ich das schneide. Das ist nämlich nur zusammengesteckt, geflochten und das bewegt sich. Das ist. Ich habe da Angst, dass ich das kaputt mache. So, ordentlich gegossene Teile für den Aufbau. Also auch ganz toll mit diesen, wie nennt man das, Tränen. Ja, weiß ich nicht, mit dieser Anti-Rutsch-Tränenoberfläche, wie auch immer. Denn der letzte Beutel beinhaltet die weißen Teile. Na, weiß, wann lackiert sich das ja sowieso um? Und, ach ja, das ist ja noch rausgefallen, ein Gummi. Ist natürlich kein Gummi, soll wohl Schlauch werden, liegt wohl oben auf dem Dach, so wie ich das gesehen habe. Ja, das war das Quick-Review, sozusagen. Der Bausatz beinhaltet da mal 236 Teile. Das zähle ich jetzt natürlich nicht nach. Und ja, viel Spaß beim Bauen. Ne? Falls euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben, denn Support ist kein Mord. Und ja, ich freue mich natürlich auch über ein Abo, wenn ihr eins da lasst. Freue ich mich sowieso drüber. Und wenn ihr weiterhin immer aktuell informiert sein wollt, was ich an Videos verzapfe, drückt die Glocke und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Also, bis dahin, euer Vagant.